Hallihallo, meine lieben Homies, willkommen zu einer neuen Tagesquest von Assassin's Creed Origins. So, ich habe mit Reda gesprochen. Wir sollen das Zielgebiet erreichen und das werden wir natürlich auch machen. Aber erstmal ein schöner Sprung ins kalte Wasser. Herrlich. Oh, da hätte ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Gerade bei so einem warmen Wetter. Macht das auf jeden Fall Laune. Schön grillen. Ja, lecker was essen. Was trinken. Einfach nur herrlich. Vor allem, wenn man einen Garten hat. Ich habe leider keinen Garten. Leider nicht. Sagen wir mal noch nicht. So, rennen wir jetzt da hoch oder was machen wir? Wir holen erstmal Mrs. White. Yo, Mrs. White, was geht ab, yo? Auf geht die Post. Da gesehen, guck mal. Der Löwe, eiskalt hier. Killen hier alles. Da mischen wir uns mit ein. Haben wir ein bisschen Fell wieder am Start. Naja, da ist ja nur ein Spiel. Ich kenn das hier. Weg mit dem. Gönnt euch. Kriegt alle auf den Sack hier. So. Ach, da war's sogar hier. Ja, haben wir unsere Tagesquest wieder professionell gemeistert, würde ich mal sagen. Sollen wir noch mit Reda sprechen? Können wir uns da hinbeamen? Das ist ja Quatsch, wenn wir den ganzen Weg jetzt da runter. Dann machen wir das doch mal. Heute kommt auch eine neue Folge God of War 4. Wer Bock hat, gönnt sich. Wer nicht, der nicht. So wie ihr es wollt, ist euch überlassen. Ich spiele auf meine Art. Ich bin ja kein Profispieler. Es ist ja just for fun, Spaß am Spielen. So wie es sein muss. Wer Bock hat, guckt. Ne? Gönnt euch! So, dann schnell zu Reda. War hier. Raus da. Richtig kleiner Scherzkeks heute hier, der Bayek. So, Mrs. White. Hey, bleibst mal stehen. Wow. Sehr schön, auf jeden Fall 365 Tage ziehen wir es durch. Ich würde sagen, dann ist das Assassin's Creed Origins komplett ausgelutscht mit den Tagesquests. Schauen wir, ob wir das schaffen, ein Jahr lang. Hey Reda! Nun, was mache ich mit der Waffe, die er schon bezahlt hat? Ach, dummer Reda, nimm du sie, Magi. Du brauchst sie schließlich dringender, wo du doch noch lebst. Und jetzt haben wir das Schönes. Ein weiterer Bogen. Crise Lacatos. Okay, das ist ein legendärer Kriegsbogen. Auf jeden Fall Dankeschön, Reda. Das ist ein Zufluchtsort für Reisende. Ja, ist er. Ein schöner Platz zum Ausruhen. Meine lieben Homies, ich bedanke mich. Auf Wiedersehen.